Familie Lisak auf dem Weg zum Sozialkaufhaus. Kleidung tauschen. Seit 4 Jahren ist Stefan Lisak arbeitslos. Die Familie lebt von Hartz IV. Oftmals sitzt man dann wirklich im Zimmer und ist am Heulen und sagt, das kann einfach nicht so weitergehen. Na, man versucht dann einfach, aus der Situation zwar das Beste zu machen, aber immer kann man es nicht. 11 Millionen Menschen in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. In der Bundesrepublik wird die Armut relativiert, beschönigt, ideologisch entsorgt, indem man im Grunde den Betroffenen die Schuld selbst in die Schuhe schiebt. 1.350.000 Menschen in Deutschland können trotz Arbeit von ihrem Lohn nicht leben. So Sachen wie das soziale Kaufhaus oder sonst irgendwie solche Sachen. Klar, super, dass es solche Sachen auch gibt. Dass man da wirklich dann hingehen kann und sagen kann, okay, ich kann meine Sachen holen. 1 Million Menschen bekommt täglich ihr Essen bei der Tafel. Das Paradoxe ist eigentlich, und darauf möchte ich hinweisen und darüber möchte ich aufklären, dass gerade dadurch, dass Tafeln erfolgreich Armut bewältigen, im Hier und Jetzt, sie längerfristig oder mittelfristig den Handlungsdruck verringern, Armut zu bekämpfen, weil Armut scheinbar gut aufgehoben ist in diesem System. Pfarrer Franz Meurer auf dem Weg zur Arbeit. Seit fast 20 Jahren betreut er die Kölner Gemeinden Höhenberg und Pfingst. Soziale Brennpunkte. 40% der Haushalte leben von staatlichen Hilfen. Für viele reicht das Geld nicht zum Leben. Franz Meurer will helfen, die Armut erträglicher zu machen. Hallo, ihr seid aber schon früh da, hört mal. Wollt ihr unbedingt die Ersten sein? Hallo, Frau Vego. Ach, hallo, heute Herr Pastor. Heute gibt es gutes Gemüse. Fein. Was haben Sie denn sonst? Können wir immer gut gebrauchen. Was haben wir denn hier? Wir verteilen ja praktisch den Überfluss. 40% aller frischen Lebensmittel, habe ich gerade gelesen, werden in Deutschland weggeschmissen. 40%. Mhm. Ja, ja. Das heißt, was Sie machen, ist ja nicht nur ein gutes Werk für die Leute, dass sie was zu essen haben, sondern ist auch ein Beitrag zur Entsorgung. Ja. Denn die Firmen müssen uns dankbar sein, dass wir das unter die Leute bringen, was sie sonst wegschmeißen müssten. Das ist nämlich Steuer. Entsorgen Sie mal diese Würstchen, das ist Sondermüll. Rund 500 Menschen stehen jede Woche Schlange. 2 Stunden warten auf die Ration. Das Gleiche passiert regelmäßig an 2000 Theken in ganz Deutschland. In der deutschen Öffentlichkeit tobt ein Streit um die Bedeutung der Tafeln. Entfacht wurde der Streit von dem Soziologen Stefan Seelke. Für ihn sind Tafeln ein Armutszeugnis deutscher Sozialpolitik. Diese ganze Diskussion, die wir eigentlich bei Tafeln jetzt führen, haben wir aus anderen, vielen anderen Bereichen, einer davon ist die Entwicklungshilfe mit der Dritten Welt, schon durchgemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, als Anbieter, als Gesellschaft, als Forscher, dass es kein richtiger Weg ist, einfach nur Lebensmittel zu geben, Hilfe direkt zu geben, sondern dass das indirekte Helfen, das Helfen zur Selbsthilfe viel nachhaltiger, viel erfolgreicher ist. Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Aber vor Franz Meurer warten Hunderte mit leerem Magen. Ich bin der größte Gegner der Lebensmittelausgabe. Aber die Leute sagen uns, bitte, bitte macht es weiter, dann kommen wir besser über die Runden. Vor 16 Jahren hat der Gesundheitsamtschef der Stadt Köln zu mir gesagt bei einer Tagung, Herr Pastor, was bringt es, wenn Sie Frikadellen verteilen? Wir müssen das Problem strukturell lösen. Hab ich gesagt, lösen Sie strukturell, am gleichen Tag höre ich Frikadellenbacken auf. So. Der Mann hatte die Größe, dieses Frühjahr zu sagen, Herr Pastor, wir haben es auch heute noch nicht strukturell gelöst.
Du wartest schon die ganze Zeit. Was hältst du hiervon? Ein kleiner, schöner Adventskalender, okay? Ja? Tusch dir hier rein, ne? Ist doch schön. So. Und der hat noch zwei Brüder. Ehrlich? Ja. Gut, die kriegen auch noch einen. Wer an seine Brüder denkt, komm her. Ich gebe dir nur einen Tipp. Gib deinen Brüdern lieber die größeren. Aber hier ist mehr Schokolade drin. Einverstanden? Ja? Ne? Da ist ein kleiner Trick. Da meinen deine Brüder, sie hätten mehr. Aber in Wirklichkeit hast du mehr. Ne? Ich persönlich finde am schlimmsten, dass die Kinder immer drunter leiden müssen. Ja? Das muss ich sagen, regt mich auf. Aber deswegen muss man für ein bisschen gute Stimmung sorgen. Ja? Und dass die auch die Spielsachen mitnehmen können. Denn noch ist es für die Kinder nicht belastend, glaube ich. Aber wenn die mal durchblicken, wir haben schlechtere Chancen als die anderen und die Mama steht jede Woche 2 Stunden für Lebensmittel an. Also ich weiß, das finde ich schon ziemlich heftig. Ne? Arma heißen bei der Tafel Kunden. Diese Kundin ist zum ersten Mal hier mit ihrem Vater und ihrer jüngsten Tochter. Die Familienhilfe hat die alleinerziehende Mutter zur Kirche geschickt. Das Geld reicht bei ihr nur bis zur Mitte des Monats. Sie sind zum ersten Mal hier. Sie gehören auch dazu. Ihr Kind. Jetzt gehen wir mal in die Kinderstube. Denn ich habe den Eindruck, ein paar neue Wintersachen werden auch nicht schlecht. Ne? Kommen Sie mal mit. Jetzt werden Sie staunen. Hier geht's runter. Geht's? Ist doch Düsseldorf, ne? Zeig mal eine Babyborn. Ja, komm her, sag dir mal die Babyborn. Komm mal. Guck dir meine Babyborn an. Ich weiß ja nicht, was Babyborn ist. Während früher das Leitbild war bei den Tafeln, wir verteilen das Überflüssige. Etwas, was endlich ist, das Überflüssige ist irgendwann mal abgebaut, Woche für Woche, ist das neue Leitbild bei den Tafeln, wir ersetzen das Fehlende. Und das ist prinzipiell uferlos. Dadurch, dass als aber immer mehr Angebote gemacht werden, entstehen immer mehr Erwartungen, dass diese Angebote auch dauerhaft gemacht werden und dass mehr Angebote gemacht werden. Das ist ein Effekt der Verstetigung und diesen Effekt kritisiere ich. Die Dame hat im Moment riesige Probleme, zum Monatsende zu kommen. Darum geht es doch. Ja. So, und ein paar Lebensmittel ist ja schön und gut, aber so ein richtiges Mädchen anzuziehen, kostet auch richtig Kohle. Ja? Das heißt, diese kleine Hilfe ist ja im Letzten wenig. Die hilft vielleicht ihrer Familie viel, könnte doch sein, oder? Ja, ne? Es besteht die große Gefahr, dass sich die Helfer der Tafeln in ihrer Motivation, in ihrem Überschwang, Gutes zu tun, was de facto vor Ort im Einzelfall auch so ist, aber in der Summe instrumentalisieren lassen. Es gibt die klare und auch begründete Befürchtung, dass es einen Umbau gibt von sozialstaatlichen Rechten hin zu einem im Teilen zumindest, vielleicht auch im Wesentlichen, auf Freiwilligkeit fußendem Versorgungssystem, das man Suppenküchenstaat nennen kann. Manche sprechen von der Renaissance des Almosenwesens. Da gibt es viele Begriffe dafür. Früher garantierte der Sozialstaat ein Recht auf Hilfe. Ist die Wohlfahrtsrepublik Deutschland heute ein Suppenküchenstaat? Für die neue Regierung ist das offenbar keine relevante Frage. Wir haben einen funktionierenden Sozialstaat mit funktionierenden sozialen Sicherungssystemen. Es gibt ein Auffangnetz für diejenigen, die in Not sind. Ich finde, es zeichnet auch unseren Sozialstaat aus, dass es darüber hinaus Menschen gibt, private Initiativen gibt, kirchliche Organisationen gibt, die sich zusätzlich um Menschen in einer Notlage kümmern. Die Kirchen mahnen. Hilfe überlässt der Staat heute mehr und mehr der Gnade der Wohlfahrtsverbände. Wir können den Staat nicht entlasten, können nicht die Aufgabe des Staates übernehmen. Für das Gemeinwohl und für die Austarierung des Gemeinwohls ist in erster Linie der Staat zuständig. Er muss die entsprechenden Gesetze schaffen und er muss auch den Menschen, die in Not geraten sind, zu Hilfe eilen und zu Hilfe kommen. Er muss dann auch Voraussetzungen schaffen, dass Menschen wieder eingegliedert werden können. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass sich der Staat bei uns in solchen Fällen etwas zu schnell zurückzieht. Und das bedauere ich auch. Seit dem radikalen rot-grünen Umbau des Sozialsystems, seit der Einführung der Agenda 2010, hat sich die Anzahl der Tafeln in Deutschland verdoppelt. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung
von jedem Einzelnen abfordern müssen. Es folgte eine hitzige Gerechtigkeitsdiskussion in Deutschland. Bis heute. Der Sozialstaat ist, ich würde nicht sagen mutwillig, sondern fahrlässig demontiert worden. Durch die rot-grüne Regierung, aber auch schon vorher durch die Regierungen systematisch, dass man gesellschaftliche Risiken individualisiert. Die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, also die Kürzung staatlicher Hilfen, sollen dem Staat helfen zu sparen. Hartz-IV-Empfänger haben heute weniger Geld zum Leben als Langzeitarbeitslose vor der Reform. Die neue Regierung hält an dem umstrittenen Kurs fest, setzt weiter auf Eigenverantwortung und Wachstum. Schwarz-Gelb plant eine Steuerreform. Unternehmen und bürgerliche Mitte sollen entlastet werden. Konkrete Konzepte zur Armutsbekämpfung fehlen. Ich habe den Koalitionsvertrag gelesen. Und wenn man den liest, kann man in dieser Richtung wenig erwarten. Ich habe festgestellt, dass 114 Mal das Wort Wettbewerb da auftaucht und über 90 Mal das Wort Markt und zweimal das Wort Solidarität und auch soziale Gerechtigkeit taucht zweimal auf. Ich kann bei der schwarz-gelben Regierung eigentlich nur feststellen, dass sie den Kurs einerseits der Agenda 2010 und der Hartz-Gesetze bei Rot-Grün, andererseits den Kurs der Großen Koalition verschärft fortführt, nämlich in Richtung mehr Reichtumsförderung, steuerliche Entlastung derjenigen, die eigentlich starke Schultern haben und mehr soziale Verantwortung übernehmen könnten einerseits und andererseits eher stärkere Belastung derjenigen, die wenig haben. Zu glauben, man könnte durch Reichtumsförderung Armutsbekämpfung verwirklichen, das scheint mir eine Illusion zu sein. Wohlstand für alle durch nachhaltiges Wirtschaften. So steht es im Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb. Ein starker Markt soll die Armut bekämpfen. Wir wissen aus den Armutsberichten, die ja regelmäßig vorgelegt werden, dass der beste Schutz vor Armut ein eigener Arbeitsplatz ist. Und deswegen sehe ich eine zentrale Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen, auch solche, die langzeitarbeitslos sind, wieder Zugang zum Erwerbsleben finden. Ein eigener Arbeitsplatz, das daraus resultierende Einkommen, die Teilhabe am Leben, das ist das, was der Staat versuchen muss, für möglichst viele Menschen zu organisieren. Die Regierung setzt auf Wirtschaftswachstum. Darauf wartet Stefan Lisak seit 4 Jahren. Sein Arbeitsplatz wurde damals ins Ausland verlagert. Heute sortiert seine Familie alte Kleidung aus, um sie an anderer Stelle zu Geld zu machen. Hartz IV reicht zum Leben nicht aus. Es tut einem ziemlich weh, wenn man dann halt mit den Kindern in eine Stadt geht, sich zum Beispiel andere Eltern sieht, die den Kindern locker ein Eis leisten können. Und uns einer kann es nicht. Na? Oder viele andere. Unternehmungen kann man sehr schnell, schwer umsetzen. Man muss wirklich lange, lange das vorbereiten. Immer wieder ein bisschen Kleingeld an der Seite legen, sozusagen. Lange Zeit sparen, dass man in dem Sinne wirklich mal eine größere Sache unternehmen kann. Ja, also es ist überall zu merken. Also man hat immer irgendwo sozusagen Löcher zu stopfen, die dann doch wieder Vorrang haben. Andere Sachen tauchen dann plötzlich auf, wie Schule, dass man überrascht wird, ja, die wollen eine Fahrt machen. Und dann hat man die 20 Euro, die dann in dem Sinne anfallen, einfach nicht mehr über in dem Moment. Die Kinder sind aus vielen Kleidungsstücken herausgewachsen. Jetzt bringen die Lisaks die alten Sachen zum Sozialkaufhaus und holen neue, gebrauchte. Sind natürlich die größeren Verlierer, weil eben halt es sie sehr stark trifft. Die Kinder möchten ja auch mal irgendwo ein bisschen Spielzeug haben oder mal einen vernünftigen Schuh haben oder sonst was. Ist alles nicht drin, Hartz IV, so wie es gerechnet wird. Man kann es so, wie das die Politiker aufgeschlüsselt haben, kann man es nicht umsetzen. Guten Tag. Hallo. 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 Ich bin ganz fest überzeugt davon, dass man mit 359 Euro für einen Erwachsenen plus Miet- und Heizkosten, wenn sie angemessen sind, dass man mit diesem Geld nicht menschenwürdig in unserer Gesellschaft leben kann. Ich bin noch mehr und noch fester davon überzeugt, dass ein Kind mit 215 oder mit 251 Euro
nicht gesund zu ernähren ist und erst recht nicht ein Kind an Bildungsprozessen beteiligt werden kann. Wenn dort für Bildung im Hartz-Regelsatz 0 Euro, 0 Cent vorhanden sind, dann zeigt das sehr deutlich, dass die Versprechen der Politiker, eine Bildungsrepublik Deutschland zu schaffen oder Bildung für alle zu realisieren, dass dies schon daran scheitert, dass sie die materiellen Ressourcen den Betroffenen gar nicht zubilligen. Die Bildungsrepublik Deutschland, ein weiteres Ziel von Schwarz-Gelb. Auch für Kinder aus Hartz-IV-Familien? Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat Hartz-IV politisch mitverantwortet. Heute fordert sie Reformen, um eine Bildungsrepublik für alle zu ermöglichen. Die Regelsätze müssen erhöht werden. Da haben die Wohlfahrtsverbände auch Wichtiges dazu gesagt, also in welchem Spektrum das ungefähr sein muss. Wir brauchen eigene Regelsätze für Kinder. Nicht irgendwie abgeleitet. Es ist ja heute so, dass die Prozente von den Regelsätzen Erwachsene bekommen. Das ist natürlich absurd, weil man die Bedarfe von Kindern eigenständig ermitteln muss. Weil, ich sage es mal ganz, ganz platt und vereinfacht, die Füße von Erwachsenen wachsen halt nicht mehr. Da gehen die Schuhe nur kaputt. Bei Kindern sind sie nach einem halben Jahr vielleicht einfach zu klein. Und solche ganz, ganz banalen Dinge des normalen Lebens müssen natürlich dabei eine Rolle spielen. Jetzt prüft das Bundesverfassungsgericht die Hartz-IV-Sätze, weil sich die Politiker nicht einigen konnten, keine Antwort darauf gefunden haben, wie viel Geld die Gesellschaft für ein würdevolles Kinderleben ausgeben will. Die Republik erwartet ein Urteil mit Folgen. Für die Politik und für Christian Lisak. Er ist eines von etwa 2 Millionen Kindern in Deutschland, die von 251 Euro im Monat leben müssen. Das ist süß. Das ist ein süßes T-Shirt. Ja, wenn du willst. Schau mal eben. Vanessa hat sich gerade eins rausgesucht. Oh ja, das ist niedlich. Hi, guck mal, Bärchen. Du wolltest Bärchen haben? Ja. Ja. So nehmen wir Bärchen. Mama und Kit. Ich achte da schon sehr drauf, dass die ordentliche Klamotten anhaben und sowas alles. Also da möchte ich doch schon ein bisschen drauf achten. Ich sag mal, es muss nicht sofort von außen zu sehen sein immer. Ich stehe zwar dazu, dass wir Hartz-IV-Empfänger sind, aber mir ist wichtig, dass auf Hygiene geachtet wird, dass auf Klamotten geachtet wird, ist mir sehr wichtig. Es ist irgendwo immer noch in den Köpfen der Leute leider verankert, dass es dann heißt, Hartz-IV gleich in dem Sinne schon fast asozial. Das ist dann wirklich schon so. Und das möchte man einfach nach außen hin zeigen, dass es nicht unbedingt sein muss. Dass man auch als Hartz-IV-Empfänger trotzdem vernünftig rumlaufen kann. Ne? 8 Euro. Man rechnet doch schon damit, dass das trotzdem noch ein bisschen Schwankung ist, weil der eine oder andere Teil noch dazukommt. Aber so die grobe Rechnung, 10 Euro muss man schon dann irgendwo einhalten. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, 15 ist auch noch egal und so, das geht nicht. Aber wenn es ein Euro drüber geht, ein Euro, das kriegt man dann irgendwo noch wieder zusammengekratzt. Aber alles andere muss halt von der Rechnung schon mal grob vorgepeilt werden. So Sachen wie jetzt zum Beispiel eben halt Sterntaler oder wie das soziale Kaufhaus oder sonst irgendwie solche Sachen. Klar, Tafel haben wir bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen, weil ich eben halt sage, solange es möglich ist, versuche ich das Leuten vorzubehalten, die es wirklich nötig haben. Klar, wenn es gar nicht anders geht, wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, wo wirklich, natürlich nimmt man das dann auch in Anspruch. Man ist froh, dass es sowas gibt. Da ist wirklich. Und solche Sachen fangen einen auch dann wirklich auf. Weil ansonsten wird wirklich, ich denke mal, würden die Leute wirklich zusammenbrechen. Die Hilfe der Wohlfahrtsverbände macht Armut in Deutschland auf der Straße für jedermann sichtbar. Aber ohne politische Konsequenzen. Ich finde es für eine Gesellschaft wirklich beschämend, dass wir das brauchen. Und da ist ein großartiges Engagement auf der einen Seite. Deswegen helfe ich da auch mit, also bei mir zu Hause in Thüringen, bei den Thüringer Tafeln und unterstütze die. Aber auf der anderen Seite ist es beschämend für die Politik, dass wir es nicht hinbekommen, dass diese Menschen ohne diese Unterstützung leben können. Jetzt ist es gleichzeitig ein Ort für sozialen Austausch. Darüber bin ich sehr froh, den würde ich auch nicht missen wollen. Aber Tafeln, Sozialkaufhäuser etc. pp., dass es das in unserer Gesellschaft in immer steigenderen Zahlen gibt, das ist etwas, wo ich sage, dafür sind wir zu reich, dass wir uns das leisten können. Aber reich sind nicht alle. 2007 hatte ein Drittel der Deutschen kein Vermögen. Dagegen besaß nur ein Zehntel über 60% des Gesamtvermögens.
Die Schere geht weiter auseinander. Eine neue Sozialpolitik ist nicht zu erkennen. Die düstere Zukunft könnte sein, dass es noch nicht mal solche existenzsichernden Maßnahmen wie Hartz IV gibt, weil es ja solche Systeme gibt wie die Tafeln, bei denen man nicht nur Lebensmittel bekommt, sondern auch, Stichwort das Fehlende ersetzen, viele andere Dinge von Kleidung über Möbel, bestimmte Dienstleistungen und so weiter. Dass hier eine sekundäre Parallelgesellschaft, ein paralleler Markt entsteht, der in sich funktioniert, ja, indem ein großer Anteil der Armutsbevölkerung aufgehoben ist und dass es sozusagen keine Kopplung mehr da gibt, dass es eine Abkopplung gibt. Für den deutschen Sozialstaat geht es um die größte Bewährungsprobe in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein schrumpfender Arbeitsmarkt und eine immense Schuldenlast. Der Druck wächst und die Wohlfahrtsverbände sollen einspringen. Das ist ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis. Die Regierung kann sagen, ja, solange also dieses Vakuum gefüllt wird, ist ja alles in bester Ordnung. Dann kann der Sozialstaat ja auch tendenziell sich zurücknehmen. Wir können das Geld für andere Ausgaben, für die Förderung der Exportwirtschaft oder gleichsam für Rüstungsanstrengungen oder für Militäreinsätze in aller Welt ausgeben. Das besorgt ja dann die Zivilgesellschaft, die Wunden zu heilen, die gleichsam durch den Abbau des Sozialstaates gerissen worden sind. Ein schrumpfender Sozialstaat ist auf die Wohlfahrtsverbände angewiesen, um den sozialen Frieden zu sichern. Denn die Durchsetzung der Agenda 2010 verlangt von den Wohlfahrtsverbänden, die Verlierer der Sozialreform aufzufangen. Damit wächst für sie Verantwortung und Macht. Da haben die Kirchen zunächst einmal mitgespielt. Sie haben sich gleichsam in den Mainstream der öffentlichen Debatte eingeschaltet und haben versucht, den Schulterschluss zu den politischen und wirtschaftlichen Eliten aufrechtzuerhalten. Und da muss man auch sehen, dass bei den Kirchen genau das eingetreten ist, was in anderen gesellschaftlichen Gruppen, Gewerkschaften, Parteien ist. Die Elite denkt anders, empfindet anders und lebt auch in anderen Lebensverhältnissen als die breite Bevölkerungsschicht. Auch die Lisaks erleben die Konsequenzen des Schulterschlusses zwischen Staat und Wohlfahrtsverbänden. Seit 4 Jahren ist Stefan Lisak arbeitslos. Die Arbeitsagentur, die sogenannte ARGE, hat ihn aufgegeben. Nun hilft nicht mehr der Staat, sondern die Kirche bei seinen Bewerbungen. Natürlich, dass sie erstmal einen Job bekommen. Ich denke mal, das ist halt der oberste Gedanke, dass man von diesem ganzen Hartz IV wegbekommt, dass man in dem Sinne nach einer gewissen Umstellungsphase wieder in dieses sogenannte normale Leben reinkommt. Einmal pro Woche legt Stefan Lisak seine Bewerbungsunterlagen beim katholischen Sozialdienst vor. Seitdem gilt er offiziell nicht mehr als arbeitslos. Für die ARGE bin ich eigentlich jetzt erstmal aus der Rechnung raus, weil ich ja in diesem Projekt drin bin. Ich bin jetzt zwar Hartz IV-Empfänger, aber im Momentan so gesehen eigentlich kein Arbeitssuchender über der ARGE. Man hat es mittlerweile mitgekriegt, dass das öfters gemacht wird, dass solche Projekte gestartet werden, dass die Leute dann rübergeschoben werden. Ich denke mal, offiziell wird zwar nicht gesagt, aber ist es manchmal so ein bisschen diese Arbeitslosenzahlbegleichung, dass das wieder ein bisschen stimmt. Stefan Lisak taucht in der offiziellen Arbeitslosenstatistik nicht mehr auf. Zahlen, wie viele Arbeitslose von der Kirche betreut werden, gibt es nicht. Die Lisaks sind beim WBZ eingegliedert, dem Wattenscheider Berufsbildungszentrum. Also man greift nach jedem Strohhalm. Man greift nach jedem Strohhalm, der sich bietet. Jede neue Sache sieht man als neue Chance wieder an, um wieder weiterzukommen, um wieder irgendwo eine Möglichkeit aufzutun, vielleicht erreicht man ja da was, die ARGE hat bis jetzt nichts erreicht, vielleicht erreicht man übers WBZ etwas. Die geben einem ja dann auch wieder so ein bisschen Halt, wo es dann auch wieder heißt, na, ein Stückchen weiter wieder. Dass dann wirklich von außen halt auch was kommt, ne? dass Stefan halt auch von außen sieht, ich bin hier nicht der Idiot für alle sozusagen, sondern ich bin auch noch ein bisschen was wert. Tag, Herr Lisak, kommen Sie doch rein. Alle 2 Wochen darf Stefan Lisak zum Gespräch. Immer in der Hoffnung auf einen neuen Job. Das, was ich Ihnen noch ganz gerne vorschlagen möchte, ist, sich Gedanken darüber zu machen, ob eine Arbeitsgelegenheit für Sie eine Möglichkeit wäre. Mhm. Bei dieser Arbeitsgelegenheit handelt es sich um eine Tätigkeit bei der Wattenscheider Tafel. Mhm. Die suchen Fahrer, die holen Lebensmittel und verteilen die an bedürftige
Menschen, wenn sie mit dem AGE-Bescheid dorthin gehen, können sie sich die Lebensmitteltüte dort einmal in der Woche abholen. Naja, und als ich das gehört habe, muss ich ja zugeben, habe ich direkt an Sie gedacht, weil ich dachte, das ist wirklich was, was Sie sicherlich ganz gut können. Ein Eurojobber bekommen zusätzlich zu ihren 359 Euro Hartz IV einen Stundenlohn zwischen 1 und 2,50 Euro. Ein Anreiz? Grundsätzlich natürlich ja. Wir müssen natürlich wie immer erst in der Familie darüber reden, weil es sind ja natürlich auch gewisse Umstellungen und man das wirklich in die normale Planung, sage ich mal, mit reinkriegt. Aus einer Arbeitsgelegenheit besteht jederzeit die Möglichkeit, in ein normales Arbeitsverhältnis zu wechseln. Das ist völlig klar. Dennoch glaube ich, dass es ein Prozess ist, sich deutlich zu machen, ja, ich gehöre zu diesem Personenkreis, der für eine Arbeitsgelegenheit in Frage kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Herr Lisak dazu steht. Deutschlandweit gibt es etwa 290.000 Ein-Euro-Jobber. Stefan Lisak muss sich entscheiden, ob auch er mit Arbeit sein Hartz-IV-Geld aufstocken möchte. Ich sehe immer diese Ein-Euro-Jobs so, wenn ich einen Job habe zu vergeben, warum soll ich den nicht vernünftig bezahlen? Weil ein Euro ist für mich gleichgestellt wie mit einem Kind damals, wie es hieß so schön, hier hast du einen Taler, du hast was gemacht. Und das finde ich nicht gut an diesen 1-Euro-Jobs. Ich finde, wenn jemand eine Arbeitsleistung gibt, soll die vernünftig bezahlt werden. Es ist ein Dabeisein unter schlechten, eingeschränkten Bedingungen. Überhaupt gar keine Frage. Nur wenn Sie heute in den Beruf einsteigen, wenn Sie Pech haben, sind Sie erst mal 2 Jahre Praktikant. Schlecht. Es sind aber nicht nur auf der Welt Superbegabte, ja, wo die Firmen als Headhunting ja nur gucken, wen kriegt. Das ist vielleicht 1%. Die anderen sind normal und gucken, dass sie mitschwimmen. Aber die Zeit ist vorbei, wo wir jeden auf eine Arbeitsstelle bekommen. Auch Pfarrer Meurer beschäftigt 1-Euro-Jobber. Die Förderungen sind in der Regel auf 1,5 Jahr befristet. Dann kommen die nächsten. Wir stehen hier als käme der Papst, ne? Oder? Ja, nur also. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Fast alle 1-Euro-Jobber der Gemeinde sind über 50. Für einige ist es die 5. Arbeitsgelegenheit in Folge. Es entsteht ein Schattenarbeitsmarkt, weil es nicht genügend Regelarbeitsplätze gibt. Die Illusion, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, ist Quatsch, das ist grober Unfug. Auf den ersten Arbeitsmarkt kommen kaum noch Leute. Hartz IV war das Versprechen, keiner ist überflüssig, jeder wird gebraucht. Und Hartz IV ist vom Grundsatz her super. Das Versprechen, du kommst 100% in Arbeit. Wir fordern dich, dass du arbeitest und wir fördern dich. Aber zum Beispiel, wenn ihr auf den Kursen seid, euch zu qualifizieren, ist der Unfug. Das ist Blödsinn. Könnt ihr da alles? Ja? Das heißt, da werden ein paar Leute mit beschäftigt, euch einzutrichtern, weil ihr 3-mal, 4-mal, 5-mal alles schon wisst. Das bringt nicht viel. Was sehr viel bringt, ist, wenn man vor Ort weiterarbeitet. Vor Ort erhalten die Kirchen pauschal 500 Euro für jeden 1-Euro Arbeitsplatz. Damit finanzieren sie Werkzeuge, Versicherungen und Arbeitskleidung. Den 1-Euro-Lohn zahlt der Staat. Wohlfahrtsverbände im Verbund, also nicht nur die Caritas und die Diakonie, sondern auch die außerkirchlichen Wohlfahrtsverbände als Gemeinschaft, hätten die Macht, auch die politische Macht, zu sagen, dieses machen wir nicht mit. Wenn der Staat das organisieren will, soll er das selbst machen. Aber er soll nicht gleichsam uns in Geiselhaft nehmen, dass seine missratene Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik jetzt überlebensfähig zu halten. Die Kirchen folgen dieser Kritik nicht. Schon ein Jahr nach Einführung von Hartz IV bietet die Caritas 17.000 1-Euro-Jobs an. Aus Überzeugung. Natürlich führt lange Arbeitslosigkeit auch zu Entmutigung. Hilfen, Befähigung, Bildung, Stützung, auch ein öffentlicher sozialer Arbeitsmarkt können dieser Entmutigung entgegenwirken. Arbeit als Chance auf gesellschaftliche Teilhabe. Mit dieser Einschätzung steht die Caritas nicht alleine da. Auch das IFO-Institut in München fordert einen öffentlich finanzierten Arbeitsmarkt. Aber nicht nur im Bereich der Wohlfahrtsverbände. Hans-Werner Sinn fordert, auch freie Unternehmen sollen vom Staat Lohnzuschüsse erhalten. Menschen, die
nicht unterzubringen sind in der Wirtschaft, auf normalem Wege, müssen bezuschusst untergebracht werden. Das Beste ist, man bezuschusst ein privatwirtschaftliches Arbeitsverhältnis, aber wenn das nicht funktioniert, kann man kommunale Jobs anbieten und auf diesen Jobs ein Einkommen zahlen, das den sozialen Bedürfnissen entspricht und dann diese Menschen einsetzen für sinnvolle Arbeiten. Die Frage ist nur, wie und wo sollen sie eingesetzt werden? Wir haben damals argumentiert, dass es doch besser ist, sie dann über Leiharbeitsfirmen weiter zu verleihen, aber zu einem Lohnsatz, zu dem die Firmen sie dann auch freiwillig gerne nehmen. Das ist eigentlich der beste Weg. Dann ist der Lohn entkoppelt von dem Einkommen der Menschen. Einen ganz anderen Arbeitsmarkt, eine Mischung aus Steuergeldern, Spenden und Ehrenamt, gibt es im Kölner Mikrokosmos bei Franz Meurer. In der kircheneigenen Werkstatt werden Bänke für die Grundschule gefertigt. Ehrenamtlich. Der Stadt fehlt dazu das Geld. Franz Meurer will handeln. Die Vorstellung, dass die Politik alles regeln kann, ist eine Vorstellung der 70er Jahre. Die Gesellschaft basiert auf drei Säulen. Der Staat, die Wirtschaft und die Bürgergesellschaft. Wir sind Teil der Bürgergesellschaft. In Deutschland gibt es jedes Jahr 60 Milliarden bezahlte Arbeitsstunden, Herr Geziber, und 100 Milliarden unbezahlte. Also Familienarbeit, ihre ehrenamtliche Arbeit, der Zusammenhalt, Vereine, ja, all das ist fast doppelt so viel wie die bezahlte Arbeit. Ich bin sehr für bezahlte Arbeit. Gerne hätte ich statt weder unsere Werkstatt noch die Lebensmittelausgabe noch die Kinderkammer nötig werden. Aber das ist eine Illusion. Eine solche Gesellschaft gibt es vielleicht im Himmel. Lassen wir mal abwarten. Aha, hier geht's ja richtig voran. Franz Meurer wartet nicht ab. Im Gegenteil. Er übernimmt kommunale Aufgaben, die sich die Stadt nicht mehr leisten kann. Habt ihr aber schon gut was zusammen, oder nicht, Herr Gocke? Ja, ja, nee, das passt schon. Ich meine, es geht voran, ne? Das ist ganz besonders wichtig, weil, wenn es nicht durchsichtig ist, ist das Signal sofort Verwahrlosung, ja? Sofort wird da Unkraut entstehen, es wird Dreck reingeschmissen und vor allen Dingen, es zieht leider Drogensucht hier an. Hier vorne sind direkt zwei Schulen. Unser Signal ist ja, ihr seid willkommen, auch wenn ihr süchtig seid. Aber lasst bitte die Kinder in Frieden. Unsere 1-Euro-Jobber zusammen mit Ehrenamtlichen leisten eine Taskforce. Also die sind jederzeit sofort einsetzbar. Das heißt, wir haben eigentlich das, was früher jede Verwaltung hatte. Kölner Grünflächenamt hat die Hälfte an Personal wie vor 15 Jahren. Also können die es nicht mehr. Das heißt, wir sagen, hier ist unser Ort, hier ist unser Zuhause. Wir sind dafür verantwortlich. Und unsere 1-Euro-Leute, wie man sie so schön nennt, die ja zum großen Teil aus dem Viertel kommen, später ehrenamtlich weitermachen, sind hochgeachtete Persönlichkeiten im Viertel, weil sie das machen, was eben der Staat oder die Kommune nicht kann. Und Franz Meurer macht in seinem Wohlfahrtskosmos noch mehr. Versucht, Arm und Reich zusammenzubringen. Grundschüler spenden für Grundschüler. Ach, guck mal da, wie kitschig. Kann man kaum angucken. Aber das finden die Kinder natürlich herrlich, ne? Tu mal gerade zeigen, das ist ja ein richtiges Haus. Mein Gott. Die Kinder kommen aus einer reichen Nachbargemeinde. Bei Franz Meurer ist jedes zweite Kind arm. Und bald ist Weihnachten. Geschenktes Spielzeug soll helfen. Das Einzige, was Verhältnisse verändern kann, ist die Veränderung des Bewusstseins. Und Bewusstseinsveränderung geht nur langsam. Das heißt, wenn Menschen erkennen, dass ein großes Ungleichgewicht besteht in unserer Gesellschaft, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, dass vor allem die Mittelschicht sich nach und nach auflöst, dann ist das ein wichtiger Erkenntnisfortschritt, der im Endeffekt sogar politisch wirkt. Dann setzt euch hin und kriegst du alle Kakao, wer will. Pfarrer Meurer ist der erste alternative Ehrenbürger der Stadt Köln. Ausgelobt für seinen festen Willen, die soziale Krise vor Ort erträglicher zu machen. Es ist ja so, wo ihr wohnt, in Birk, haben die meisten ein eigenes Haus, stimmt's? Wer von euch wohnt im eigenen Haus? Zeigt mal auf. So. Also eigentlich fast alle. Tut die Finger wieder runter. Hier hat keiner ein eigenes Haus, sondern die meisten Leute sind leider arm. Für mich ist das A und O die Kurskorrektur, die nötig wäre im Rahmen der Politik.
Und dazu bedarf es natürlich eines anderen öffentlichen Bewusstseins, als das gegenwärtig der Fall ist, wo mehr und mehr soziale Gerechtigkeit verkürzt wird auf Leistungsgerechtigkeit, wo statt Verteilungsgerechtigkeit, die notwendig ist, mehr und mehr nur noch von Teilhabegerechtigkeit gesprochen wird, obwohl eigentlich in einer Gesellschaft wie unserer, wo immer mehr Lebensbereiche abhängig sind vom Geld, es paradox ist, so zu tun, als sei nicht mehr soziale Umverteilung von oben nach unten nötig. Umverteilung. Davon hat Franz Meurer sein eigenes Verständnis. Die Politik kann nur verteilen, was erwirtschaftet wird. Es ist ganz einfach, wenn wir weniger erwirtschaften, andere erwirtschaften mehr. Wir wissen alle, China hat 10% im Jahr, das ist noch nicht so viel. 10% von was? Aber die kann nur verteilen, was sie eben einsetzen und verteilen kann. Punkt. Und wenn das abnimmt, der Wohlstand zurückgeht, was ist dagegen zu sagen, wenn sich in der Gesellschaft ja Formen bilden, ja, die eben sich anders finanzieren? Ja, ich finde auch, jedes Kind soll was zum Spielen haben, oder nicht? Merkt ihr was hier? So. Das werde ich jetzt dem Kind schenken. Einverstanden. Ja, dann habt ihr schon mal eine ganz tolle Sache mitgebracht. Ich weiß, der Kleine sich, dann macht man hier oben an irgendwo. Ne? Jetzt mal an bei Ihnen, ne? Ja. Die Kinder freuen sich ja über solche Geschenke. Und man kriegt nicht so, man kann sich das nicht leisten, solche teuren Geschenke zu kaufen. Und das durch die Kirche und durch diese Sachen können wir den Kindern das gönnen. Also solche schönen Sachen, die Menschen spenden zum Beispiel. Ich halte wenig davon, die Armut bekämpfen zu wollen, dadurch, dass jeder Bürger Verantwortung übernimmt. Und zwar deswegen, weil das hieße, die Entwicklung der Gesellschaft im Grunde den Reichen zu überlassen. Denn die Reichen würden natürlich entscheiden darüber, welche Menschen unterstützt würden finanziell, zum Beispiel durch Stiftungen, zum Beispiel durch Spenden. Wenn Sponsoren darüber entscheiden, welchen Armen zum Beispiel geholfen wird und welchen nicht, dann ist das für mich eine sehr, sehr zweifelhafte Entwicklung der Gesellschaft, denn es müssen demokratisch legitimierte Gremien darüber entscheiden, wohin Gelder fließen. Und das heißt, es muss ein funktionierender Sozialstaat da sein. Es geht nicht darum, Dinge zu fordern, das verändert nichts. Kolping sagt, tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz. Er ist 150 Jahre alt. Bloße Worte mehren nur den Schmerz. Das heißt, viele Menschen gehen gar nicht mehr zur Wahl. Wir haben hier einen Stimmbezirk mit 9% Wahlbeteiligung, weil sie sich wenig erhoffen. Und das muss man ändern. Das heißt, es muss klar sein, und das geht aber nur von unten, das geht nur, ja, wenn man so will, wenn so ein Ruck kommt. Aber der Ruck kann nicht von oben kommen, sondern der Einzelne muss sagen, okay, ich beteilige mich. Ich sorge in meinem kleinen Wohnumfeld, dass es ordentlich bleibt. Das sind aber Gemeinschaftsprozesse. Stefan Lisak hat den 1-Euro-Job nicht angenommen. Dafür haben er und seine Frau einen Minijob gefunden. Regale einräumen in einem Drogeriemarkt. Ja, sind ein paar Euros dabei. Wieder, ne? Was dann auch wieder hilft. Ein bisschen, ne? Und man kommt raus. Man ist unter Menschen. Man kriegt wieder Kontakt. Na, also das hilft schon sehr dann dabei, ne? Die Lisaks arbeiten beide 12 Stunden pro Woche. Es ist ein Schritt für den Anfang. Also man hat wieder einen kleinen Schritt gemacht und hofft natürlich, dass der große Schritt dann später auch noch folgt, dass man jetzt wieder einen Vollzeitjob irgendwo noch kriegt und so weiter. Familie Lisak lebt jetzt von einer Mischung aus eigener Arbeit und staatlichem Geld. 6 Euro Stundenlohn aus der Drogerie plus Hartz IV vom Staat. Andere Arbeitsplätze werden wesentlich schlechter bezahlt. Mindestlöhne sind in Deutschland nicht vorgesehen. Vollbeschäftigung gibt es in Deutschland nicht zu Löhnen, von denen man leben kann. Und deswegen gibt es nicht die Möglichkeit, mit Mindestlöhnen gegen Armut anzukämpfen, sondern es gibt nur die Möglichkeit, mit Lohnzuschüssen dagegen anzukämpfen. Das wäre ein Ansatz. Unternehmen und Staat teilen sich die Verantwortung. Lohnzuschüsse sind in der Diskussion. Mindestlöhne von der derzeitigen Regierung nicht geplant. Vom Lohn muss man leben können und da sind Mindestlöhne notwendig, sonst also ist die gesamte Gesellschaft gespalten nachher. Wenn es eine Gruppe gibt in der Gesellschaft, die vom Lohn in Saus und Braus leben kann
Und eine andere Gruppe, die voll arbeitet und kann vom Lohn nicht leben, ist diese Gesellschaft nicht gerecht. Und das führt zu einer Erosion in der Gesellschaft. Das also spielt die Gruppen gegeneinander aus. Das kann nur der Staat lösen. Ein Mindestlohn schädigt genau die Menschen, denen man helfen will. Man muss eine Politik der Mindesteinkommenssicherung betreiben. Meine Devise ist, jeder, der arbeiten will, soll arbeiten können und dann genug zum Leben haben. So, und wenn wir diese Devise für richtig halten, dann können wir sie nicht erreichen mit einem Mindestlohn, weil dann viele Jobs für Menschen in entlegenen Gebieten, wo die Wirtschaft halt schwach ist, wegfallen werden. Wir können das nur erreichen über Lohnzuschüsse. Nur wenn man Lohnzuschüsse zahlt, sodass in der Summe aus Lohn und Zuschuss ein akzeptables Einkommen entsteht, kann ich erreichen, dass jeder, der arbeiten will, arbeiten kann und dann genug zum Leben hat. Konsens. Jeder Mensch braucht ein Einkommen, von dem er leben kann. Was bleibt, ist der Streit um die Finanzierung. Auf diese politische Antwort will Franz Meurer nicht warten und bringt Unternehmer und Arbeitslose zusammen. Unternehmer müssen den Kapitalismus hochhalten. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass Einnahmen da sind. Bin ich sehr dafür. Die müssen aber genauso dafür sorgen, dass ein Drittel der Menschen prekär lebt. Das heißt, unter Bedingungen, wo sie eine Gefahr für unsere Gesellschaft werden können. Und aufgeklärte, dynamische, junge Unternehmer, ja, die können noch älter sein, aber jung nach Einstellung, die müssen sich sozial engagieren. Deshalb nimmt Meurer die Unternehmer vor Ort in die Pflicht. Er sammelt Spenden, um Jugendliche zu qualifizieren. Mit einem Gabelstaplerführerschein. Jugendliche müssen Qualifikationen vorweisen, die ungewöhnlich sind. Muss immer ein Interessantes passieren bei einer Bewerbung. Und wenn man einen Flurfahrzeugführerschein hat, ja, Flurförderfahrzeugführerschein, 4F, dann unterscheidet man sich von vielen anderen, bei den vielen Firmen, das keiner hat. Es gibt sogar den Fall, kam ein türkischer jugendlicher Dienstag und sagt, wenn ich den Schein Freitag habe, kriege ich die Stelle. Natürlich hat er Freitag die Stelle gehabt. Bildungspolitik ganz konkret. Während Politiker und Wirtschaftsexperten um die richtige Lösung streiten, packt er vor Ort an, baut Brücken zwischen Unternehmern und Arbeitslosen. Menschen machen was zusammen und es ist eben nicht nur das Brot verteilen, sondern für Glanz sorgen. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was hier stattfindet. Also wenn das um sich greifen würde, würden eine Menge mehr Probleme gelöst werden. Der soziale Frieden ist in Gefahr. Denn auch morgen werden wieder 1 Million Menschen in den Lebensmittelschlangen stehen. Und es werden immer mehr, wenn sich Politiker und Experten in Berlin auf keine Lösung einigen.